Hallöchen, Popöchen, hier sind wir wieder. Das nächste Duo-Duell steht mal wieder an. Es ist das Duell, das schon eine Vorentscheidung bringen könnte, denn nach diesem Duell wird einer der beiden 4 Punkte haben und somit wird das nächste Duell ein Matchball-Duellspiel sein. Und kommen wir zur Aufgabe. Ich habe wieder eine wunderbare Tasche dabei. Oh, eine Tasche. Oh, jetzt geht's hier wieder. Und eure Aufgabe ist... Nein. Wer kann schneller eine Rolle Klopapier abwickeln? Ich dachte schon, er sagt Essen. Da muss ich direkt an diese komische Frau da denken. Von oh nein. Aus. Kennt ihr da? Die, ja. Die Klopapier ja, so in Zuckerwasser getrunken ja. hat und dann so... Also ich habe hier 2 kleine Klopapierrollen. Die sind haben, die auch gleich? Die haben jeweils... Die sind in einem Paket, natürlich sind die gleich. Die haben, das ist, was weiß ich denn? Ja. 3-lagig, 2-lagig. Ja, beide also, auf einmal benutzen, eine oben, eine unten. Da so eine, du kaufst eine, die zweite hat 3 Lagen mehr oder was? Ja, oder was 3 Blätter mehr. Ja, vielleicht soll man die so kombinieren, so die eine oben, das die ist 3-lagig. Das ist nicht Minecraft und Craft. Die eine zum Griffen greifen, die andere zum Wischen. Was weiß ich? Ja. Das ist super. Verwirrt. Das ist 3-lagiges Qualitäts Toilettenpapier mit jeweils 200 Blatt auf der Rolle. Müssen wir die einzeln abziehen? Nein, ihr müsst abrollen. Was? Und zwar... Die Klopapierrolle abrollen. Ja, da gibt es tausend verschiedene Möglichkeiten. Ich kann die jetzt auch einfach auf den Boden legen und ziehen. Das könntest du auch machen. Es geht darum, dass die, dass die Klopapierrolle am Ende, dass am Ende dieses Plastik, dieses Pappteil in der Mitte unversehrt ist und auch alles außenrum. Das heißt, bei wem das Klopapier zerreißt, der hat auch verloren. Das ist euer Das heißt... Ich pack mal an, ja. Da darf kein Blatt von abgehen. Genau. Und bei wem als erstes ein Blatt abgeht, der hat sofort verloren. Ich nehme den Stuhl drauf, der Wiese, da kommen wir nämlich ja, rein. Würde ich auch sagen, ja. Ach du Scheiße. Ja, wir sehen hier 2 Handelsübliche. Ich beschädige die jetzt natürlich nicht. Sollen wir noch rechts und links auslosen? Weil, ne? Ach komm, ich nehme Ich sehe ja schon eine Vorbeschädigung hier. Ja, das sehen wir jetzt. Hier sind vor einer Hecke. Warum auch immer. Hier sind beide Rollen Klopapier. Die sind natürlich noch beide verschlossen, wie man das halt nennt. Darf ich mal kurz überprüfen, ob die Versiegelung auch bei beiden Rollen... Ja, beide... Wer ist das, also wenn das jetzt die hier ist ein bisschen anders, ne? Die hat einen größeren, ja, die hat ein größeres Griffteil. Okay. Wir werden gleich starten. Das ist halt, wie gesagt, ganz handelsüblich. Das ist nicht irgendwie... gleich in den Teich. Will ich nicht hoffen. Und wir gucken doch einfach mal, was sie so macht. Wer will sich eine Rolle aussuchen? Mein Gott. Gut, warte, dann springe ich mal flott aus dem Bild. Ja, nein, ich nicht anlösen, nur, ich nicht anlösen. Noch nicht anreißen. Ich guck doch nur, wo die Öffnung. In welche Richtung denn? Das werdet ihr gleich sehen. Denn das Duell Klopapier startet. Das die. Ja. Das Duell startet jetzt. Das Ding hat verloren. Das kannst du nicht bringen! Das kannst du nicht bringen, Alter! Es war die Regel, dass das Knopapier. Ey, mich verarscht, das war angerissen, das war noch nicht mal die ganze. Das war noch nicht, hier, guck, das ist nochmal fest! Das ist nochmal fest hier! Ja, das ist überall nochmal fest! Willst du mich verarschen? Das war nochmal fest hier rum, Alter! Das ist immer nochmal fest, Alter! Ja! Alter, das ist bei mir auch. Nein, das ist nicht. Ich hab das doch schon abgenommen, die zweite Stelle. Hier, das war hier. Hier aber das war bei mir fester als bei dir. Nein. Das ist eine andere Rolle. Doch, das ist eine andere Wir sehen, Rolle. Das sind ganze 3 Blätter geschafft. Protest, definitiv Protest. Dann ist es gerissen. Nein, ich protestiere. So geht das nicht. Alter, es war, die Regeln waren so. Ich protestiere. Das ist ein Materialfehler. Ganz ich hab klar. Das doch auch abgerissen, das zweite Mal. Und dann sagt er, und das und dann verloren. Dann hab ich das rübergeguckt und dann hab ich gesehen, dass du ein Idiot bist. Ja, Nein, so geht das nicht. Gibst du ihm noch eine Chance? Du kriegst auch 2 Meter Vorsprung. Ich weiß, nee. Ich reiß jetzt 3 Blätter ab. Das kann ja so nicht sein. Verdammt, Alter, das... Okay, wir sehen Robin. Hey, wenn du jetzt aber gewinnst, ne? Robin ist ein fairer Sportsmann. Guck mal, du hast es als Sohn gekämpft. Da steckt eine Fliege. Armes Tier. Robin ist ein fairer Sportsmann. Er gibt das hier noch eine Chance, weil diese Leistung zu traurig war. Und wenn du jetzt gewinnst, ne, dann werde ich sauer. Also, Robin hat ja auch 3 Blätter abgemacht, was selbstverständlich, wollte ich natürlich sagen. Also können wir weitermachen? Somit beginnt das zweite Duell. Jetzt! Nein! Und das Ding hat wieder zerrissen. Da legt die Scheiße auf den Boden. Eben waren es 2,5 Sekunden, jetzt sind es 7,3 Sekunden.
7,3. Tut mir leid, das sind aber irgendwann reicht's. Also, und ich bin wieder, ja fair, ne? Aber ja. Boah, nee. Und wieder, wir sehen mal eben, dass die ins Rolle ist hier. Ja, deine. Das ist die ganze Rest. Ist hier. Und, damit. Ich war doch nicht mal so weit. Du kannst es euch einfach da hinlegen und daran ziehen lassen. Das ist doch klar, dass natürlich, das ist. Natürlich, das hast du gesehen, das hat doch funktioniert am Anfang. Ja, drei Sekunden. Dann. Aber nach 7,5 Sekunden warst du vorbei. Also, insgesamt hat das in 10 Sekunden durchgehalten, in zwei Versuchen, einmal 3x7. Robin ist jetzt auch durch, aber das hält ja, ist ja egal, ne? Damit bekommst du jetzt zwar das goldene Klopapier, so. Die Trophäe. Danke. Ja, dann komm mal hier hin. Und damit ist der Punktestand jetzt. Ich trau mich kaum. 1. 4. 3. Das bedeutet, Dustin stellt das nächste Duell. Und ich. Und für mich ist es ein Matchballspiel. Das bedeutet, wenn ich das nächste Duell gewinne, dann darf ich mir eine Bestrafung für dich aussuchen. Und ich bin neutral, das ist ja immer. Wenn ich gegen dich gewinne. Das ist komplett richtig. Und ich habe schon selbst ein bisschen Angst davor. Hätte ich auch an deiner Stelle, muss ich sagen. Weil ich habe schon so ein paar Andeutungen gehört, was er als Bestrafung machen will. Und das ist nicht nett. Das ist nicht nett. Nee, das ist ganz und gar nicht. Ja, ich habe so viel Angst, ich gehe mal in meine Buchse ausbringen. Damit ist für diese Woche wieder das Duell der Duo wie vorbei. Und wir sagen tschüss, bis nächste Woche. Ciao, ciao. Ja. Die goldene Klobürste. Guckt euch bitte an. Ich sag dazu die gar vom, nichts. Die ist vom Teich für Algen und so weg. Sagt man dann. Salvete discipuli. Daedalus interia cretendlungumque per osus. Senator in forum ad est. Populus clamat.